herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Mein heutiger Gast ist in Weinheim zugeschaltet und das ist der Gerald Lemke. Gerald, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Ja, servus. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Gerald, du bist ja Professor für digitale Medien in Mannheim, bist auch Redner, Business Coach, Podcaster, Blogger und mehrfacher Autor. Und heute wollen wir dann gerne über das Thema digitale Fitness für Führungskräfte sprechen. Ich habe bei dir so einen Satz gefunden, der gefällt mir sehr gut. Der heißt, je digitaler der Arbeitsplatz, desto mehr müssen wir uns um den Menschen kümmern. Und im September erscheint ein Ratgeber-Handbuch und heute wollen wir vielleicht einen kleinen Vorgeschmack darauf geben und sprechen auch über das Thema eben digitale Fitness für Führungskräfte, weil auch das Führungsverhalten im virtuellen Raum verlangt tatsächlich neue Kompetenzen und darüber wollen wir heute sprechen. Wenn ich dich so treffen würde, nehmen wir mal an, wir sind da irgendwo an der Uni in Mannheim und ich frage dich so, was machst du denn oder wie lautet dein Elevator-Pitch, wie könnte man das so sagen? Also ich bin ein digital denkender und kritisch denkender Mensch durch und durch und das seit vielen Jahren. Und ich unterstütze Menschen, sich in dieser digitalen Welt zurechtzufinden. Okay, sehr schön. Wie hat das Ganze mal begonnen? Ich meine, was hast du mal studiert und wie hat dann deine Karriere gestartet? Wie hat sich das entwickelt bei dir? Also ich habe ein ultraschlechtes Abitur gemacht, ne? Und hatte damit eigentlich kaum Chancen zu studieren, aber es gab da in der damaligen Bundesregierung in Deutschland Bildungsprogramm, mit welchem es möglich war, mit Ausbildungen und ähnlichen Zweitqualifizierungen dann doch den Studienzugang zu finden. Und deswegen habe ich jetzt meine Ausbildung gemacht, habe Industriekaufmann gelernt, dann Bundeswehr und dann ins Studium. Das war ein wöchentlicher Gedankenprozess über Jahre hinweg, ob ich das den nächsten Schritt so mache. Studiert habe ich dann in Oldenburg Wirtschaftspädagogik. Das ist eigentlich die Ausbildung, die akademische Ausbildung für den Berufsschullehrer. Und mir war nach dem zweiten Semester schon klar, das ist natürlich eine sichere Bank, so als Pauker. Du weißt, jeder weiß, kann im Internet nachschlagen, was man da verdient. Davon kann man ganz gut leben. Also insofern dachte ich, ja, das ziehst du jetzt hier auch so durch. Aber nach dem zweiten Semester war mir klar, das ist nicht das, was ich voraussichtlich machen möchte. Und ich habe zeitgleich, als ich 90 mit dem Studium begann, eine erste Internetagentur oder eine der ersten Internetagenturen im deutschsprachigen Bereich gegründet, weil mich also diese ganze Digital-Fragestellung, die Computer, die es damals gab, so die Zinkler und die Commodores dieser Welt schon sehr interessierten. Ja, und diese Agentur lief irre. Ich habe Computer zusammengebaut für meine Mitstudentinnen und das bei 12.500 Studierenden hatte dann am Ende meines Studiums 60% alle meinen Computer. Davon kann man leben. Und insofern hat mich dieses Digitale immer wahnsinnig fasziniert. Was mich am meisten an diesem Thema digital fasziniert ist, seinerzeit schon, dass die Menschen eine hohe Faszination für technische Innovationen haben, also pflegen, aber von nichts eine Ahnung. Ich sage das jetzt mal so. Also ich konnte mit gefährlichem Halbwissen glänzen in meiner Community beziehungsweise bei meiner Kundschaft, ohne dass ich jemals irgendwie eine Fachexpertise hatte, ja. Und das ist interessanterweise, das ist jetzt schon 90, das ist ja schon ja ein paar Jahre her, über 30 Jahre her, ist das heute noch genauso. Der Unterschied ist, dass ich nun kein gefährliches, dunkles Halbwissen mehr habe, sondern Professor für digitale Medien bin. Also ich habe diesen Weg professionalisiert, aber eben nicht nur wissenschaftlich, sondern ich war auch im Bertelsmann-Konzern Manager für digitale Fragestellungen, habe mit dem damaligen CEO viel überlegt, wie man ein großes, sehr großes Unternehmen in der Medienwirtschaft digitalisieren kann. Klingt jetzt wieder so allgemein, aber transformieren kann. Und da war ich Projektleiter von vielen Projekten und die meisten sind gescheitert und einige sind geglückt.
Ja, so wie das so im Berufsleben dann ist. Was machst du heute ganz genau? Ich bin hauptamtlicher Professor einer dualen Hochschule in Baden-Württemberg, in Mannheim. Das ist in Baden-Württemberg, also in den südlichen, im südlichen Deutschland, eine der größten Hochschulen. Und hier habe ich vor 13 Jahren begonnen und vor 10 Jahren dann die Studienrichtung Digitale Medien mit dem Schwerpunkt Medienmanagement gegründet und aufgebaut. Ja, und das ist ein sehr herausfordernder Job. Wer heute denkt, der Professor kommt eigentlich nur am Montag in die Hochschule, sagt Hallo und liegt dann im Garten oder spielt Tennis, der weiß nicht, was die Anforderungen heute an Hochschulen sind. Ich bin da in meinem beruflichen Schaffen grundsätzlich und schon immer sehr engagiert gewesen. Insofern mache ich das auch sehr engagiert und da bleibt nicht mehr sehr viel Zeit. Aber diese knappe Freizeit, ja, und jetzt klingt es vielleicht etwas ambivalent, nutze ich, um Bücher zu schreiben. Und das ist so eins meiner Hobbys sozusagen. Und das zweite ist, dass ich unglaublich gerne Vorträge halte, das auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist eigentlich quasi, ja, man muss schon beinahe sagen, ich würde sagen, so ein freiberuflicher Nebenjob. Aber zum Glück haben wir jetzt Corona und seit 15 Monaten gibt es natürlich keine Veranstaltungen und damit auch wenig Vorträge, was ich auch ganz entspannt finde. Okay, okay, sehr, sehr gut, super. Jetzt haben wir gesagt, wir wollten ja heute wirklich über das Thema digitale Fitness für Führungskräfte auch sprechen. Hast du den Eindruck, dass die Führungskräfte heute nicht so fit sind, was das Digitale anbelangt? Naja, Führungskräfte sind ja grundsätzlich befinden sich in einem Dilemma. Und wir lassen uns mal nicht über die Konzernmanager reden oder so etwas, die mit 20 Coach an jeder Seite durch ihren Job laufen und andere Möglichkeiten haben. Lass uns doch über die mittleren Führungskräfte in mittleren oder mittelgroßen großen Familienunternehmen sprechen. Hier ist es nun mal so, dass wir ja im deutschsprachigen Bereich in der Wirtschaft grundsätzlich in der digitalen Transformation noch etwas hinterherhinken im Vergleich zu anglizistischen oder asiatischen Ländern. Ich halte das gar nicht so für schlimm, weil ich glaube, dass wir einfach ein paar Jahre hinterher sind. Aber wenn wir die Fahrt aufgenommen haben, da auch wieder schnell werden, Stichwort Corona, Impfung und so weiter, ein Jahr diskutiert, dann ist das Zeugs da und dann geht das schneller und wir sind auf Platz 2 weltweit, was den Impfstatus angeht. Deswegen bin ich da ganz froh und ganz zuversichtlich. Aber wenn man sich anschaut, wie schwer sich Unternehmen tun, mit der Gegenwart umzugehen, mit den Entwicklungen, die wir haben, und wir wollen noch nicht mal über die Zukunft sprechen, dann beobachte ich in der Wirtschaft, in der ich im Übrigen ja aufgrund meines Hochschuljobs auch sehr viel unterwegs bin, dass wir mit Menschen sprechen, die entweder meinen, sie seien sehr, sehr fit, so die sogenannten Immigrants oder Digital Natives, ja, also die irgendwie so zwischen 20 und 35 so sind. Da erlebe ich, sie können zwar unglaublich schnell wischen und haben tolle viele Apps auf ihren Geräten. Und wenn es aber darum geht, hey, komm, jetzt machen wir daraus mal ein Business aus deinen Erfahrungen, dann ist da Schluss. Das heißt also, selbst bei denen, von denen wir denken, sie seien digital kompetent, endet die Kompetenz an der Benutzung ihrer Apps. Und dann sind wir zweitens dann aber auch bei den Älteren, also so 36 aufwärts, da erleben wir durchaus eine höhere Offenheit zu den digitalen Themen, aber da mangelt es schon dann häufig an der Anwendung, geschweige denn am digitalen Business. Also so sind wir also irgendwo, wo wir gerade bei den Führungskräften sind, stoßen wir auf einen durchaus ausgeprägten Willen, mit der Aussage so, jo, da müssen wir jetzt was machen. Aber das Wie, das ist dann die große Frage. Ja. Und das Wie ist eben einerseits natürlich ein makroökonomisches Thema, weil wir natürlich weltweit diese Herausforderung zu bewältigen haben, Unternehmen auf die Transformation vorzubereiten und sie vor allem durchzuführen, das ist das eine. Aber es ist in der Tat dann auch ein Kompetenzthema. Ne? Aber eben nicht nur ein Kompetenzthema, sondern auch ein Mindset-Thema. Und das habe ich in meinem Buch mit meiner Co-Autorin, der Nadine, sehr ausführlich beschrieben, auch ein Führungsthema. Sodass also digitale Fitness, von dem wir meinen, also wir bräuchten jetzt eine Apple Watch oder irgendein anderes Gadget am Arm, eben nicht das Thema, sondern es ist eigentlich wirklich das Thema, wie bewege ich eigentlich mein Team, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mich selber und damit das Unternehmen auf einen Weg der Entwicklung
der wir ja als Menschen alle sehr grundsätzlich aufgeschlossen sind. Denn das hat Covid gezeigt in den letzten 15 Monaten. Da sind wir aufgeschlossen, wenn wir müssen. Also wie kommen wir von dem Zustand des Müssens in einen Zustand des Wollens, um unsere Unternehmen und meine Leute vor allem in die Zukunft mitzunehmen und die Zukunft der Arbeit aktiv zu gestalten? Ich bin noch immer wieder erstaunt. Ich habe sehr viel mit dem Verkauf zu tun, damit halt eben mit der Verkaufsmannschaft, mit Führungskräften im Vertrieb. Und da frage ich immer so ganz lapidar, so von außen denke ich mir, ich frage mal, welches CRM-System, Customer Relationship Management System nutzt ihr denn eigentlich? Und da habe ich tatsächlich Leute, die dann sagen, nö, eigentlich Excel oder so. Ja, da bin ich dann schon erstaunt. Und dann reden wir von digitaler Fitness. Und ich komme aus einem Umfeld, wo das ganz klar war. Ich war ja früher bei Hilti und wir hatten eine sehr, sehr gute Unterstützung. Und eine saubere, wir konnten also auch so die ganze Customer Journey sozusagen auch gut abbilden, wussten auch genau, wer hat wann was mit dem Kunden zu tun und alle Ansprechpartner waren drin und die Interaktionen waren drin. Da war das sehr, sehr gut. Aber ich stelle fest, dass nicht mal diese Infrastruktur schon gar nicht da ist, oder? Also was mache ich dann? Wie kann ich denn da digital fit sein? Oder was macht eine Führungskraft? Wie bewege ich dann mein Team? Hast du da ein paar Gedanken dazu? Ja, also ich kenne das auch so gut. Ich nicke die ganze Zeit. Das können die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht sehen, aber stimme dir da vollständig zu. Ja, also Excel ist ja zunächst erstmal kein schlechtes Tool. Ne? Muss man nicht diskreditieren. Ne? Aber natürlich sind wir auf einem Weg, Neudeutsch heißt das oder Englisch heißt das halt Data-Driven Management. Also, dass wir unsere Entscheidungen auf Informationen basieren und der Job der Führungskraft heute und vor allem in Zukunft mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ist, dass diese Daten erstens an Land kommen und zweitens gesammelt, strukturiert und so ausgewertet und interpretiert werden, dass sie helfen, unsere Entscheidung zu treffen. Und sie nehmen uns die Entscheidung nicht ab, den Zahn kann ich gleich ziehen. Davon bin ich überzeugt, die neuen Technologien, aber sie helfen uns. Also müssen wir uns doch irgendwie damit beschäftigen, also mit den verschiedenen Baustellen, ja. Also ein SAP könnte dir jetzt einen tagelangen Vortrag darüber halten, ja, wie die Data Journey aussieht, von Data, also Lead-Gewinnung bis hin dann zum Abschluss. Aber, oder was du bei Hilti auch gerade beschrieben hast. Die meisten sollten sich eher damit beschäftigen, meiner Überzeugung nach, und des Bedarfes nach, der an mich herangetragen wird, überhaupt erstmal so dieses Data Mining, diese Datenerhebung erstmal sich überhaupt auf die Agenda zu setzen. Und das Tool nachher, ob das ein Excel ist oder ein anderes Tool, das ist absolut sekundär. Absolut sekundär. Was wir aber natürlich in Unternehmen erleben, man macht das, was schnell geht. Also kaufe ich schnell ein Tool oder ich lizenziere schnell ein Tool. Das geht im Internet sehr, sehr, sehr schnell mittlerweile. Und dann gucke ich, was mache ich damit, ne? Also es ist so, als ob ich mir sage, irgendwie so, ich habe eigentlich gar kein Mobilitätsthema, eigentlich sitze den ganzen Tag im Homeoffice, aber ich bräuchte mal was Neues, also gehe ich mal irgendwie in den Toyota-Laden oder Volkswagen-Laden oder was auch immer, kaufe mir einfach mal ein Auto und dann steht das Auto vor der Tür und ich überlege mal, was mache ich damit? Das ist so menschlich, ne? Wir sind in einem gedanklichen Dilemma, in so einem Mindset-Dilemma, in dem wir aufgrund des Drucks, den wir als Führungskräfte haben, immer nach schnellen Lösungen suchen, schon immer. Aber auf der anderen Seite uns wenig Zeit nehmen, mal zwei Schritte zurückzugehen und zu überlegen, Moment mal, was ist eigentlich mein Ziel? Was ist eigentlich wirklich das Problem? Was ist die Herausforderung, die wir kurz- bis mittelfristig zu gestalten haben? Und wie geht man das an? Und jetzt kommt eins, ein ganz wichtiger Punkt. Da sind wir Führungskräfte, ich sprach vom Dilemma, einsam. Weil diese Entscheidung nimmt uns keiner ab. Weder der Inhaber noch unsere Geschäftsleitung. Sie mag, wenn sie gut ist, unterstützen. Aber sie nimmt uns das nicht ab. Sie sagt, tu das und überleg dir was. Und wenn ich dann selber an meinem grünen Tisch sitze, dann fällt mir natürlich nichts ein. Und häufig habe ich das Budget nicht, um mir einen Berater für 5.000 Euro am Tag an die Seite zu stellen. Also mache ich irgendwie was und ich lande wieder bei einer schnellen Lösung, ja, wieder bei irgendeiner App oder bei irgendeiner Lizenz. Und die Lösungsstrategie kann daran liegen, und da kommen wir zum Thema auch der digitalen Fitness, worum es wirklich geht, digitale Lösungen herauszuarbeiten mit Hilfe meiner Leute, meines Teams. Also warum ziehe ich dann nicht meine Kolleginnen, Kollegen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ran, und sagst, hey Leute, ich bin einfach überfordert mit dieser Geschichte. Ich weiß, er erwartet das von mir. Ich kann es aber nicht leisten. Also
muss ich mich damit beschäftigen? Lass uns eine gemeinschaftliche Lösung finden. Lass uns da irgendwie ein Projekt finden, Freitag von 13 bis 14 Uhr oder so etwas, jede Woche, wo wir uns mit dieser Fragestellung beschäftigen. Und jetzt kommt etwas, worum ich Führungskräfte nicht unbedingt beneide, also denen es weniger gelingt. Sie müssen ihr Rollenverständnis überdenken, ja, also zu überlegen, Moment, ich bin jetzt nicht die Rolle des dauerhaften Problemlösers, sondern ich muss dieses Problem der Transformation, der digitalen Herausforderung, die wir nun mal grundsätzlich haben, muss ich irgendwie anders lösen. Das schaffe ich nicht mehr alleine. Aber ich denke jetzt gerade dran, was du vorher gesagt hast. Du hast ja gesagt, dass die Menschen bis 36, also wahnsinnig viele Apps haben, aber dann das Schwierigkeiten haben, da quasi ein Business draus zu entwickeln, und die Älteren über 36 da sehr offen sind, aber dann vielleicht, wo es dann an der Anwendung mangelt. Und eigentlich müsste man die doch irgendwie zusammenbringen, nicht? Ja, absolut, absolut. Also ich habe so einen Ansatz entwickelt des Inverse Coachings, weil ich die Erfahrung und die sehr guten Beobachtungen mache, nämlich gerade in meiner Hochschularbeit, man mag es kaum glauben, weil Hochschule ist ja eigentlich ein Ort, wo der Experte, der absolute Top-Experte, den nennt man in seiner Funktion Professor, den absoluten Totalnovizen, also die von nichts wissen, aufeinander stoßen, und der Professor, dem Novizen, sagt, wo der Hase lang läuft. Ich erlebe aber mittlerweile, was einerseits das Tempo des Denkens angeht, zweitens was den Zugang zu neuen Technologien angeht und drittens auch, was den Umgang mit diesen Technologien angeht, dass wir da schon längst abgehängt sind. Also ich lerne in vielen Teilen von den Studierenden genau diese drei Punkte, und wo sie denn von mir lernen können, ist, daraus ein strukturiertes Business aufzubauen, auch das konzeptionelle Denken für digitale Anwendungen einzubringen, auch das Hinterfragen von Anwendungen, nicht der stumpfe Nutzen. Und so ist das so ein Inverse-Bereich. Also wir coachen uns quasi Inverse. Wir haben so ein Inverse-Learning bei mir am Studiengang, das unglaublich viel Spaß macht. Also ich komme nun auch aus einer alten Welt als Jahrgang 66, ja, in der typischen Welt der Professor das Nonplusultra ist. So bin ich groß geworden, so bin ich sozialisiert, so bin ich ausgebildet, so habe ich es an der Uni gelernt, so wurde es mir getriggert, so wurde es in den Berufungsverfahren an der Uni, wurde es von mir abgeprüft, ob ich das in der Lage bin, das zu leisten. Die Praxis sieht ganz anders aus. Und das möchte ich transportieren in die Wirtschaft, weil Führungskräfte haben auch diese Möglichkeit, eben genau das zu nutzen. Und so kann doch ein 45-jähriger Chef von seinen 25- oder 29-jährigen Mitarbeitern durchaus ein Inverse Working und Learning initiieren. Okay, sehr, sehr schön. Kannst du vielleicht ein paar Tipps aus deinen Erfahrungen geben, jetzt an Führungskräfte, wie sie hier mit diesen ganzen Herausforderungen in der digitalen Welt auch umgehen können, auch das Stichwort auch mit dem im virtuellen Raum. Hast du vielleicht ein paar Erfahrungen aus deiner Sicht oder Tipps, wo du geben kannst, damit hier Führungskräfte auch etwas profitieren können? Ja, in der Tat. Also wir haben das ja in dem Buch wirklich auf 240 Seiten alles ausgearbeitet. Also es gibt unzählige Tipps, die bewegen sich so ein bisschen auf der Makroebene dann, aber vor allem auch ganz viel so auf der Mikroebene. Bei der Mikroebene kann man sagen, okay, Tour 1, 2, 3, das wirkt kontextlos immer ziemlich isoliert. Ja, also deswegen bewege ich mich jetzt mal so ein bisschen zwischen dieser Makro und der Mikroebene. Also strategisch ist sicherlich ein ganz wichtiger Tipp, den ich jetzt schon erwähnt habe, irgendwo: beweg dich auf Augenhöhe deiner Mitarbeiter. Ja? Nutze das Potenzial, das deine Mitarbeiter einbringen können. Wenn du es nicht weißt, tue etwas dafür, dieses Potenzial anzutriggern, zu identifizieren, und mach mit deinem Team dir einen Plan, wie das Potenzial für die Herausforderung eures Jobs eingebracht werden können. Das ist nichts, was von Montag auf Dienstag passiert. Das ist auch nicht in einem Projekt, das am Montag beginnt, am Freitag zu Ende ist, sondern das ist ein laufender Prozess. Zweitens, mach dir eine Digital Map über die Anwendungen, die ihr bereits nutzt. Guck dir also an und schreib auf. Das kann in Form eines Mindmaps sein, das kann in Form eines kollaborativen Tools sein, so Mural oder Miro oder Concept Board kann man wunderbar dafür nutzen, wo man gemeinschaftlich im Unternehmen mal eine Landkarte der technischen Anwendungen macht.
Meine These, bei den meisten wird natürlich, wenn Microsoft und ähnliche Produkte auftauchen, aber eben nicht nur die, sondern auch sehr viele individuelle Anwendungen, die jeder irgendwie nutzt, um seinen Job zu machen, von denen du aber als Chef gar nichts weißt. Mach also eine Map und mach ein Barcamp oder was auch immer. Das kann auch eine virtuelle Veranstaltung sein, in der jeder mal so seine Lieblings-Apps, seine Top-3-Apps mal präsentiert und berichtet, warum er sie nutzt, wie er sie nutzt und welche Erfahrungen er dabei macht. Häufig kommt man dann nämlich von großen Anwendungen weg, gerade im Mittelstand ist das so, und kann auch innovative Produkte, digitale Produkte sehr, sehr einfach und sehr schnell nutzen. Gibt es hier etwas zu ergänzen? Ja, also auf jeden Fall, denn der Ausgangspunkt, dass ich mich ja oder wir uns mit dem Thema intensiv beschäftigt haben in Form dieses Buches, war nämlich die Überlegung, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus, also nach Covid-19. Dass sie jetzt im Homeoffice virtuell ist, steht außer Frage, das erleben sehr viele von uns. Aber wie wird es denn danach sein? Also haben wir uns echt alle Daten angeschaut, Christoph, das ist eine Heidenarbeit, ne? Weil das sind alles sehr aktuelle Daten, die sehr schnell erhoben werden. Also musst du die schon auf Validität und so weiter, Repräsentativität anschauen. Nämlich Daten darüber, wie viele Leute wollen denn wieder eigentlich in das Büro? Oder wie viele Leute wollen denn eigentlich im Homeoffice bleiben? Oder wie sieht das denn irgendwie in Zukunft aus? Niemand weiß es, und ich unterstütze und diskutiere vor allem auch sehr viel mit Inhabern und mit Geschäftsführern, die mir auch diese Frage stellen und von mir eine Einschätzung wünschen. Und meine Einschätzung ist, es wird eine hybride Arbeitswelt werden. Ja gut, das ist jetzt auch so ein Buzzword, hybride Arbeitswelt, aber wie sieht die aus? Wir werden also eine Mischung haben aus einer Präsenztätigkeit in den Büros. Das mögen 2 Tage die Woche sein, das können 3 Tage die Woche sein, however. Das ist sehr individuell, Branchen- und Unternehmensgrößen abhängig. Aber wir werden demgegenüber auch diese Punkte der Homeoffice-Erfahrung, also der virtuellen Konferenzen, auch integrieren in unsere Arbeit. Manche Branchen ganz konsequent zu 100%, andere dann eher weniger, weil das einfach ein anderes Geschäft dann ist. Aber an dieser hybriden Arbeitswelt kommen wir nicht vorbei. Also müssen wir uns damit beschäftigen, wie ich denn nun als Chef einen Team oder meine Leute im Büro führe. Okay, da habe ich Erfahrung aus der Vergangenheit. Aber vor allem auch, wie ich sie virtuell führe. Da habe ich Erfahrung aus Covid-19. Aber jetzt kommt etwas Neues dazu. Wie mische ich das denn? Jetzt habe ich irgendwie 2 Väter, die sind in Papa-Zeit zu Hause und wollen 3 Jahre zu Hause bleiben und eigentlich gar nicht mehr wiederkommen. Und dann habe ich aber irgendwie ein paar Damen, die bei mir im Büro sitzen, irgendwie sowas. Wie mische ich die denn jetzt? Und da habe ich Herausforderungen der Transparenz, der Kommunikation. Du hast es ja eingangs angeteasert, da brauche ich Kompetenzen, die weder das eine noch das andere explizit brauchen, sondern ich brauche so eine Mischkompetenz. Wie kommuniziere ich zeitgleich mit virtuellen und mit Präsenten? Wie schaffe ich Transparenz meiner Informationen in verschiedenen Arbeitsräumen? Wie bereite ich Informationen sowohl analog als digital auf? Wie schaffe ich Regeln und Abläufe, damit die Wertschöpfung und damit der Zweck meines Jobs erfüllt wird? Und vor allem dann, wie schaffe ich denn eine Kultur, damit der eine nicht abgehängt ist, Stichwort virtuell, und der andere permanent von mir gekuschelt wird, Stichwort Büro. So, also wie schaffe ich, dass diejenigen, dass also die Tätigkeit und die Wertschöpfung unabhängig vom Arbeitsort gleichwertig empfunden wird, emotional, sowas zu führen, das klingt trivial, es ist unfassbar schwer. Und wer diesen Job in Zukunft ernst nehmen will und eine richtig tolle Führungskraft werden will, der Top-Rezensionen bei Kununu und Ähnliches haben möchte, der sollte sich mit dieser Frage dringendst beschäftigen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für diese Ausführungen. Jetzt habe ich eine kleine philosophische Frage an dich. Und wir führen ja hier auch das Berufungszentrum. Deshalb stelle ich immer gerne die Frage nach der Bestimmung Berufung Life Purpose. Was würdest du als deine, ja, sagen wir mal, Berufung beschreiben wollen? Was würdest du da gerne sagen? Mein Life Purpose ist, dass ich Menschen helfen möchte. Deswegen bin ich ziemlich altruistisch angelegt. Aber leider, wie das bei uns Menschen ist, trifft das auf eine andere charakterliche Seite, nämlich die des Egoismus. Und das passt nicht immer so ganz zusammen. Also mein Life Purpose ist, dass ich gelernt habe, mein eigenes Ego dem Altruistischen hinten anzustellen. Das gelingt nicht immer. Und manchmal bricht es aus, aber dafür sind wir Menschen, keine Maschinen.
Super, wunderbar. Gibt es auch irgendwelche, ich sage immer, kleine Helferlein, also Sachen, also Apps, Programme, Internetressourcen, wo du sagst, die finde ich recht spannend, und wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass du das auch als an der Hochschule auch thematisiert natürlich. Gibt es da Sachen, wo du sagst, die finde ich richtig gut und die kann ich hier gerne weiterempfehlen? Also ich habe ja, also ich eins an eins möchte ich deine Hörerinnen und Hörer teilnehmen lassen. Wir entwickeln gerade eine Anwendung im Internet, eine Internet-Homepage mit Algorithmus dahinter. Die nennt sich Tulumat. Und das ist ein studentisches Projekt, das wir gemeinsam machen. Und da werden wir oder zeigen wir sehr viele Tools auch und Auswahlmöglichkeiten, die die Antwort auf deine Fragen gibt. Bei mir ganz persönlich ist es, begeistert mich seit langer Zeit zwei Tools. Das erste ist ein Tool, das webbasiert ist, aber auch appbasiert ist. Das nennt sich Miro, miro.com. Da gibt es viele Alternativen auch. Miro ist so eins, Concept Board sind eins. Letztendlich machen die alle dasselbe. Das sind virtuelle Kollaborationsräume, in denen ich mit Menschen unabhängig von Sprache, Kultur, Hintergrund, Zeit und vor allem auch Ort, Arbeitsort, virtuell zusammenarbeiten kann. Ich war lange Zeit skeptisch, diese Tools zu nutzen, weil ich dachte, ah, noch so ein Spielzeugs. Aber in der Praxis, sowohl auch im Online-Coaching der vergangenen Monate, als auch in der konkreten Anwendung, Zusammenarbeit mit Studierenden, als auch in der Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist es ein unfassbar produktiv treibendes Tool. Also das sollte und muss man sich angucken. Ich habe keinen Vertrag mit denen. Ich habe eine Free-Lizenz als Education, also als im Bildungsbereich kriegt man eine Free-Lizenz. Aber trotzdem unbedingt angucken. Das zweite Tool ist Daylight. Das ist ursprünglich ein CRM-Tool und kommt von der Firma Market Circle. Das ist eine amerikanisch-chaotische Software-Schmiede, wie man sie dort häufig trifft, die aber einen unglaublich guten Service haben. Also sie machen dann das Chaos von Bugs schnell mit ihrem Service wieder weg. Es ist ein Tool, das zurzeit leider oder wie auch immer nur auf Macintosh-Systemen ist, aber es gibt vergleichbare Tools auch für Windows-Systems. Schaut man sich bei Microsoft Teams, To-Dos und so weiter an, ist das ähnlich. Und dieses Tool tut etwas, was ich lange gesucht habe. Das verbindet meine originären Kernanwendungen von E-Mail, Kalender, Cloud-Service, Datenspeicherung auf Cloud-Servern, verbindet das alles. Also ich kann damit eine E-Mail nicht sofort beantworten, sondern ich drücke auf ein kleines Knöpfchen und sage, das möchte ich dann übermorgen beantworten. Und dann werde ich übermorgen erinnert, alle Daten und Informationen, alle anderen Informationen, die wichtig sind dafür, werden automatisch in diesem Daylight dann gesammelt. Und ich kann dann einfach, wenn ich sage, so, heute am Donnerstag um 9.30 Uhr führe ich einen Podcast, kann ich mir 5 Minuten vorher dann diesen Task aufmachen und da ist alles drin, was ich brauche. Das muss ich dann nicht mehr zusammensuchen. Ein unglaubliches Produktivitätsteil. Man muss natürlich mit den Bugs und mit den Abstürzen zurechtkommen. Also der absolute Profi-Anwender wird sagen, was ist das für ein Scheiß? Aber ich liebe das. Ich liebe mittlerweile die Jungs, die auch dahinter sind. Die Kommunikation funktioniert super und die helfen mir immer. Also insofern. Sehr gut. Denn auf das Tulumat kann man da zugreifen von außen. Ist das schon möglich? Ja, jetzt noch nicht, aber ihr könnt gerne den Prozess verfolgen. Also tulumat.de ist die Domain. Stand heute sieht man da, wir haben jetzt erst die Woche den Server aufgesetzt, aber da könnt ihr das dann verfolgen, was da kommt. Und das wird auch weiter dann online bleiben. Das heißt also, egal wann man diesen Podcast abhört, guckt euch einfach den aktuellen Stand an. Wunderbar, das werden wir natürlich entsprechend vernetzen, also verlinken gerne, natürlich. Danke. Genau. Jetzt kommen wir ganz kurz zu den Büchern. Du hast ja einige Bücher schon geschrieben, es kommt jetzt auch ein neues raus. Da möchte ich ja auch gerne nochmal kurz, dass du da vielleicht ein paar Sachen dazu sagst, zu deinen Büchern. Und vielleicht hast du auch andere Bücher, die dich persönlich inspiriert haben, wo du sagst, das kann ich und möchte ich hier an der Stelle auch gerne empfehlen. Richtig, ich habe 9 Bücher bisweilen rausgegeben. Ich möchte vielleicht 3 herausheben. Und zwar nicht, weil sie die erfolgreichsten waren, sondern weil sie am meisten Spaß gemacht haben
Und weil die Themen dieser Bücher sehr viel Resonanz erzeugt haben, sehr viel Diskurs, sehr viel Diskussion erzeugt haben. Das erste ist, heißt Die Lüge der digitalen Bildung. Mit einem Co-Autor Ingo Leibner zusammengeschrieben habe, vor vielen Jahren, das auch mittlerweile in der dritten Auflage erschienen ist. Das ist einerseits sehr erfolgreich, aber darüber wollte man nicht sprechen. Es hat aber die Diskussion aufgeworfen, erstens ob und zweitens vor allem auch wie wir die digitalen Medien in unserem Bildungswesen integrieren sollten. Und hier habe ich die These aufgeworfen, dass man da hier eine persönlichkeitsentwickelnde Differenzierung machen sollte, dass man also die Kinder weitestgehend bis zu einem bestimmten Alter von bis zu 12 Jahren, haben wir damals gesagt, ich würde es heute so 11 bis 12 sagen, von digitalen Medien weitgehend fernhalten sollten und alternative pädagogische und didaktische Möglichkeiten ansetzen sollten. Und aber andererseits natürlich durchaus dann auch in den fortführenden Matura-Klassen und Abiturklassen und so weiter natürlich den Vollgas geben sollten. Und hier plädiere ich sogar für Hightech-Bildung, dass wenn dann die Jugendlichen, also im jugendlichen Alter, dann schon ausgebildet sind und von diesem Abhängigkeitspotenzial digitaler Medien weitgehend befreit sind, dass man dann vollgehen, dann sollen die ihre KI-Roboter bauen, die sollen die Experience machen, die sollten in Silicon Valley oder nach China oder nach Japan gehen, sollten sich angucken, woran Menschen arbeiten in der Zukunft, um dann einfach für sich auch denn eine Jobentscheidung gestalten zu können. Dieses Buch diskutiere ich seit Erscheinen in unzähligen Vorträgen in ganz Europa mittlerweile. Das macht extrem viel Spaß, weil es abschließend zeigt, es gibt 50% der Menschen, die stimmen mir zu. Es gibt 50% der Menschen, die sagen, ich bin ein Maschinenstürmer. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant, weil Professor für digitale Medien gleich Maschinenstürmer ist etwas, das musst du im Kopf erstmal zusammenkriegen. Ja? Das ist so, als ob ein Koch sein eigenes Essen nicht mag. Ja? Also das ist sehr, sehr cool. Das zweite Buch ist, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das heißt Im digitalen Hamsterrad. Und ist quasi so eine, man muss schon beinahe sagen, eine etwas zynische, sarkastische zwischen den Zeilen Ausarbeitung mit den digitalen Phänomenen, die wir haben. Und ich habe Geschichten aus der Praxis so entfremdet und aufgearbeitet, dass sie an vielen, vielen Orten zum Schmunzeln animieren. Es ist quasi der etwas humorige Umgang mit dem Thema digital. Und zwar sowohl den kritischen als auch den nicht zu kritischen Seiten. Es ist kurz, es ist leicht verdaulich. Also das ist ein Ding, das hat sehr viel Spaß gemacht und gibt es auch als Hörbuch, kann man sich nebenbei anhören. Cooles Ding, finde ich persönlich. Und haben auch die Leser so auch so wahrgenommen. Ja, und das dritte Buch, das ist ein Buch, das es ist sicherlich das dystopischste Buch, das ich jemals gemacht habe, oder die dystopischste Publikation. Und ich werde vermutlich so etwas auch nicht mehr machen in meinem Publikationsleben. Das war das Buch, das am anstrengendsten war, das mich bestimmt 5 Jahre meines Lebens gekostet hat, dieses Schreiben. Ich habe das in allen Urlaubs- und Wochenendtagen über 1,5 Jahre täglich gemacht. Ist im Belz Verlag bei mir hier in Weinheim erschienen, heißt Verzockte Zukunft. Wie wir das Potenzial unserer jungen Generation verspielen und ist eine sehr brachiale Abrechnung mit dem Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland und der Entwicklung vor allem auch, an der wir heute stehen. Wir stehen ja heute an einem Punkt des No Returns unseres Bildungswesens, obwohl wir alle spüren, dass da irgendwie was passieren muss. Also nehmen wir nun das Beispiel Einsatz digitaler Medien in der Corona-Zeit. Funktioniert in 90% der Schulen nicht. Warum nicht? Point of no return. Oder warum lernen unsere Schülerinnen und Schüler und auch unsere Studierenden eigentlich nur noch Bulimie? Ja, Freitag Klausur, Donnerstag das Zeugs reinklotzen, am Freitag Klausur schreiben, rauskotzen, am Samstag gar nicht mehr wissen, was ich überhaupt studiere. So, warum ist das so? Auch das ein Point of no return. Oder drittens ein Beispiel zu nennen,
Warum sind wir als Lehrungskräfte denken immer noch, dass wir die Super- und Mega-Experten sind und erzählen das Wissen der 70er, 80er Jahre an Studierenden, die die Zukunft zu gestalten haben? Das passt doch nicht mehr. Warum? Point of no return. Wir sind also verharrt in einer Situation, die wir als System nicht mehr ändern können. Es sei denn, wir machen eine große Revolution. Das haben viele andere vor uns auch schon versucht und sind kläglich gescheitert. Wir müssen uns also selber an den Popo packen oder an den Schopf packen und überlegen, wie kann ich denn jetzt als Pädagoge die digitalen Medien einsetzen, ohne auf ein System zu warten? Oder wie kann ich denn in der Wirtschaft junge Leute, die zwar schnell und fit und hochintelligent sind, aber nicht zwischen Tapete und Wand denken können, das mal so ein bisschen zu polarisieren, wie kann ich die trotzdem effektiv in meinen Arbeitsprozess einbinden? So, da bin ich nicht mehr der Chef, der alles weiß und sagt, so, du bist qualifiziert, also mach mal. Nein, da ist unglaubliches Potenzial, Entwicklungstun notwendig. Oder wie kann ich drittens als Hochschullehrer denn mit meinen Studierenden oder wie ich sagte vorhin von meinen Studierenden lernen, wie komme ich also von meinem hohen Ross des Mega-Experten herunter, um hier Menschen an ihren Lebenswelten abzuholen und zwar nicht nur mit ihren Potenzialen, sondern vor allem auch mit ihren Problemen. Das sind Herausforderungen, die können wir alle individuell angehen und dieses Buch ist ein Plädoyer, genau das zu tun und zeigt auch Lösungswege auf. Da das aber, wie du dir denken kannst, kein einfaches Thema ist, kein einfaches Thema, schon gar nicht als Publikation, das war ein sehr schmerzhafter Prozess. Ja, also ich glaube, ich möchte solche Bücher nicht mehr schreiben, auch wenn sie so notwendig sind. Okay, sehr, sehr gut. Wunderbar, vielen Dank. Gibt es auch andere Bücher, wo dich selber begeistert haben oder auch hier empfehlen könntest? Ja, und in der Tat, ich halte es in die Kamera. Nee, ich brauche es gar nicht in die Kamera halten, sieht ja keiner. Und zwar ein Buch, das ich empfehlen möchte. Das ist sowohl für junge Menschen, also 20 plus, oder vielleicht für manche Jüngere sogar, als auch für junge Führungskräfte relevant, als auch für die alten Hasen. Das heißt, das Decision-Maker-Playbook. Und es kommt von dem Simon Müller und der Julia Dahr im Pearson Verlag. Der Untertitel sagt alles. Es geht um 12 Taktiken, um klarer zu denken, Unsicherheit abzubauen und bessere Entscheidungen zu treffen. Ich finde das Buch absolut empfehlenswert. Es sind mehr als 12 Taktiken. Also es vermittelt quasi das basalste Denkwerkzeug, um durch einen eigenen Denkprozess zu einer eigenen Entscheidung zu kommen. Also sich frei zu machen von externen Einflüssen, sich frei zu machen von externen Experten, sich frei zu machen auch als Jugendlicher oder als junger Erwachsener von den Gelaber der eigenen Eltern, sich frei zu machen von dem rhetorischen Geseier so mancher Führungskraft, also wirklich zu mehr Autonomie, zu mehr Selbstbewusstsein und zu mehr eigener Entscheidungskompetenz zu gelangen. Das Buch ist echt toll. Ich nenne mal so ein Beispiel. Es zeigt, weil wir ja über Data-Driven und so weiter gesagt haben, zeigt ja an, ja, wir müssen uns ja mit Daten und Informationen und so weiter beschäftigen und man sucht immer das Optimum. Ja, Gunter Dück hat das so wunderbar in seinem letzten Buch beschrieben, dass wir Menschen eigentlich immer nur das Maximum, das Optimum suchen. Nein, das Leben ist eine Normalverteilung. Und dieses Buch zeigt dir in ganz wenigen Sätzen, was ist denn überhaupt die Normalverteilung am Beispiel des IQ des Menschen? Und da sehen wir, dass wir Menschen, dass über 68% bis zu 95% der Menschen alle einen durchschnittlichen IQ haben. Ja? Und einfach sich damit mal kurz zu beschäftigen, das vor Augen geführt zu bekommen, hey Leute, wir sind alle keine Einsteins, ja? Ich bin keiner. Andere sind auch kein Einstein. Die sind wirklich sehr rar. Wir sind normale Menschen und das müssen wir uns einfach bewusst werden. Und insofern treffen wir auch normale Entscheidungen. Also ein Plädoyer gegen den Narzissmus und für mehr Normalität in unserer Entscheidung. Ja. Da findet man solche und auch viele nicht-mathematische Beispiele natürlich. Ne? Wenn jetzt jemand hört und sagt, ich würde wahnsinnig gern mit dem Gerald mal Kontakt aufnehmen, wie macht man das jetzt am besten? Ich gehe mal davon aus, es wird auch deine Homepage sein, gerald-lemke.de.
sicher eine Möglichkeit. Wie kommt man sonst am besten zu dir? Ja, also wenn man jetzt natürlich darüber, das ist dann immer, da kann man natürlich mit mir chatten, über ein Chatbot natürlich. Man kann natürlich ein Kontaktformular ausführen. Das ist so asynchron. Ihr könnt es gerne auch machen, dass man in die sozialen Netzwerke hineingeht. Mein Lieblingskanal ist LinkedIn. Da bewege ich mich am meisten und in die längste Tageszeit. Ja, und ansonsten auch gerne mal bei YouTube reinschauen. Da gibt es ein paar Videos. Ich habe auch einen eigenen Podcast-Channel, der heißt Profcast. Da kann man auch einiges hören. Also es gibt viele Möglichkeiten. Einfach googeln und dann findet ihr schon was. Gerald, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und beste Grüße nach Weinheim. Ich danke dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.